Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie auch in so großer Zahl heute hier zu uns gekommen sind, im Anschluss an die Eröffnung im Stadtgeschichtlichen Museum. Wir haben immer schon mal gemeinsame Ausstellungen gemacht, Herr Rodekamp vom Stadtgeschichtlichen Museum und ich hier von unserer Galerie Leipziger Schule. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal in einer wirklich großen Ausstellung hier etwa 80 Bilder und, wie Sie gehört haben, im Stadtgeschichtlichen Museum auch ca. 78 Bilder von Herrn Müller-Simon ausstellen konnten. Ich bin auch froh, dass er da ist. Er wäre fast verloren gegangen. Wir haben verzweifelt gewartet jetzt, dass er kommt. Ja, ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken, dass wir diese Ausstellung heute hier wieder bei uns machen dürfen. Wir haben 1998 die erste Ausstellung mit Müller-Simon hier bei uns in der Galerie gemacht. Und damals war das zentrale Bild die auf dem Platz gelegte Paulinerkirche, was Sie dort hinten sehen. Eine der drei Fassungen dieses Motivs, das er gemalt hat. Ich finde eigentlich unseres, ich hatte Ihnen das auch gesagt, das beeindruckendste von diesen drei Fassungen, aber die Kustodie, Herr Behrens ist ja auch heute Abend da, also nichts gegen Ihr Bild, Herr Behrens. Respekt, dass Sie es damals angekauft haben, das muss ich wirklich sagen, in doch politisch schwieriger Zeit. Ja, ich habe selber zu dieser Pauliner Kirche, ich weiß, ob ich Ihnen, ja, ich glaube, ich habe es Ihnen mal erzählt, auch als Physikprofessor in München, wo ich 35 Jahre war, eine Beziehung gehabt, eigentlich meine intensivste Beziehung zu Leipzig über diese Paulinerkirche. Denn einer meiner Kollegen, Harald Fritsch, das werden die meisten von Ihnen wissen, ich freue mich auch, dass der Bäcker vom Paulinerverein heute Abend hier bei uns ist, Harald Fritsch hat mit einem Physikkollegen 68 in der Kongresshalle dieses Plakat ausgerollt, wir fordern Wiederaufbau. Er hat dann eine abenteuerliche Flucht, die beiden haben gemacht, sind fast als Schiffbrüchige. Sie waren erst an den Darß gefahren, wollten dort über die Ostsee in den Westen kommen, denn Mielke hatte oberste Priorität ausgegeben, um diese Leute zu fassen. Sie hatten sich damals, das kennen Sie ja, die Leipziger, wahrscheinlich ganz gut, sich als Monteure verkleidet und hatten mit einem Wecker auf einer großen Rolle das ausrollen lassen, was alles bestens funktionierte. Und es gab offenbar 5 Minuten lang Beifall. Fritsch saß selber drin, er hatte die Nerven. Und dann wollten sie eben über den Darß fliehen. Das war ihnen aber dann zu gefährlich, als sie oben waren, und sind dann über Schwarze Meer als Schiffbrüche gefasst, in der Türkei gelandet, 38 Stunden. Mit einem kleinen Faltboot. Es ist nicht nur die Rührung von der Geschichte von Harald Fritsch, sondern auch eine Pollenallergie, bitte mir das nachzusehen. Und sind dann sozusagen als Schiffbrüchige in einen Sturm geraten, an Land gespült worden und waren glücklicherweise nur einige wenige Kilometer auf türkischem Gebiet. Die Geschichte hat dann nach der Wende eigentlich einen fast kuriosen Abschluss gefunden. Da kriegte Fritsch einen Anruf. Fritsch hat im Übrigen ein Buch darüber geschrieben, Flucht aus Leipzig. Sehr interessant, ein Buch, was die damaligen Verhältnisse 68 aus der Sicht eines Physikstudenten hier in Leipzig beschreibt und dann eben auch die ganze Flucht. Fritsch hat dann die ganze Sache natürlich, als er dann in den Westen kam, nach erfolgter Flucht, dem BND, dem Geheimdienst, in Westdeutschland erzählt. Es war niemand bis dahin ausfindig gemacht worden. Auch hier, auch die Kollegen von der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Heinz Wagner und andere, haben mir erzählt, dass die Stasi mit diesem Plakat kam, oder dieser großen Rolle, dieser Folie, wo die Paulinerkirche gezeichnet war, wer das wohl gezeichnet haben könnte. Aber es war keiner auch hier von Leipzig gewesen, sondern ein Freund aus Berlin. Ja, dann hat aber schließlich nach 2-3 Jahren gab es einen Überläufer aus dem BND nach Ost-Berlin,
Und der verriet die ganze Sache. Dann wurden die Eltern von Fritz verhaftet, die Brüder, aber es ging relativ glimpflich aus. Und das Kuriose, danach der Wende kam Fritz eines Tages einen Anruf und sagte, sie hätten hier was gefunden in den Unterlagen bei der Stasi, das wäre irgendwie mit seinem Namen vermerkt, ein Wecker und so eine Rolle mit sowas drauf. Wenn er wollte, das sei ja wohl sein Eigentum, könnte er sich wieder abholen. Was Fritz natürlich gemacht hat und hat es dann, ich glaube, dem Museum für Zeitgeschichte gespendet, wo es heute dann liegt. Ja, das ist die Geschichte, die mich immer mit dieser Pauliner Kirche verbunden hat. Und ich war natürlich sehr erpicht drauf, für unsere Sammlung dieses Bild auch zu bekommen. Herr Müller-Simon und ich haben uns immer bestens verstanden, bis auf den Ankauf von dem Bild. Da hat er immer strikt gesagt, nein, alles, aber dieses Bild nicht. Und ich habe dann schließlich Jahre habe ich mit ihm gekämpft und habe ihm schließlich angedroht, dass ich nie mehr ein Bild überhaupt von ihm kaufe, wenn er mir nicht die Pauliner Kirche gibt. Habe ihm aber auch das Versprechen gegeben, dass er sich jederzeit wieder haben kann für Ausstellungen und für Museen oder wenn er das Bild irgendwo zeigen möchte, was ich auch eingehalten habe, Herr Müller-Simon. Ja, in unserer Sammlung selbst haben wir neben diesem wichtigen Bild auch im zeitgeschichtlichen, als zeitgeschichtliches Dokument weitere 12 Arbeiten von Herrn Müller-Simon. Und es hat Wolf von Lojewski eigentlich auch im Hinblick auf ihre Bilder einmal in einer Sendung über uns im Heute-Journal, als er dort noch Journalist war, gesagt, jeder Fleck an der Wand bringt dem Gast dieses stadtnahe Leipziger Lebensgefühl eins und jetzt. Und ich denke, das trifft sehr stark auf Ihre Bilder natürlich zu. Ja, wir freuen uns, dass wir heute die Ausstellung haben. Ich will auch nicht zu lange reden. Ich denke, Sie haben alle auch Hunger. Es ist ja auch viel und ordentlich auch geredet worden, oder? Ja. Und möchte auch denjenigen danken, ganz herzlich, die hier an dieser Ausstellung mitgewirkt haben, allen voran. Herr Müller-Simon natürlich, der auch hier die Hängung mit uns besprochen hat und teilweise auch gemacht hat, den Mitarbeitern vom Hotel. Und ich freue mich zum Schluss auch, dass viele Ihrer Kollegen, ich sehe Gerd Pötschig hier stehen, viele andere auch heute Abend gekommen sind. Allen ein ganz herzliches Willkommen. Auch sind über 30% aller Ehrenbürger der Stadt heute Abend hier vertreten. Und ich begrüße Erich Löst ganz herzlich, der ja schon mal heute Abend an vorderster Stelle herausgestellt wurde. Wen ich jetzt vergessen habe, der möge mir verzeihen. Ich freue mich, dass Sie da sind und wünsche Ihnen viel Interesse beim Rundgang nun durch die Ausstellung. Wir erlauben uns, Ihnen einen kleinen Drink anzubieten und diejenigen von Ihnen, die reserviert haben im Restaurant Plätze oder auch das Künstlermenü, würde ich dann bitten, im Laufe der nächsten halben Stunde vielleicht ins Restaurant oder wenn Sie möchten, auch in den Biergarten zu gehen. Entscheiden Sie selber, wenn es Ihnen draußen zu kalt ist, dann ist es vielleicht besser im Restaurant zu sitzen. Wir haben eine kleine Jazzkapelle heute hier unter uns. Ich sehe gar nicht, wo Sie sind. Das ist Herr Stieler. Stieler, sind Sie? Ja. Die ein bisschen Musik für uns machen. Es sind keine Professionals, aber alle wissen sehr gut, wie Professionals arbeiten, denn Herr Stieler, sozusagen der Kopf dieser Jazzband, war viele, viele Jahre, wie Sie wissen, der Verwaltungsdirektor des Gewandhauses. Also auch Ihnen, den Musikern, ein herzliches Willkommen. Müller-Simon, auf Ihre Ausstellung.